Servus Leute, wir sind wieder zurück beim Landwirtschaftssimulator 2013 Megaprojekt und ihr seht da im Bild schon den lieb alten Guten. Den alten Guten, ja. Ja, sicher alt. Ja. So lange, du bist ja schon ein erfahrener Let's Player, du bist jetzt 1,5 Jahre oder wie viel? Ja, schon etwas mehr. Und das ist ja doch einiges halt. Oder 2 Jahre schon. Ich gehe langsam auf die 2 Jahre zu, ja. Also noch 2 Monate. Da zähle ich mich noch zu den Jungen. Auch wenn ich jetzt schon im Endeffekt ein halbes Jahr lang immer mit bei diversen Let's Plays dabei war. Aber das ist doch nicht dasselbe, wie wenn du selber aufnimmst. Ja. Dabei sein ist immer so, kommst du mal drauf, laberst du mit und dann hast du danach im Endeffekt nichts mehr zu tun. Danach gehst wieder deinen gewohnten Tagesrhythmus zurück. Fertig. Und jetzt hast du ja auch den Workflow kennengelernt. Ja, ich sag, wenn du das einmal eingestellt hast und du hast keine Probleme, also wie ich die ersten 2 Wochen ohne Probleme mit den Aufnahmen, dann bist du gleich wieder fertig. Also, da nimmst du auf, tust das durchlaufen, deinen Workflow und bist fertig. Ja. Aber so wie ich nachher die Probleme gehabt habe mit den Nachverdungen und dann wieder die Parts zerschossen und bla 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 und dann mit den Rucklern teilweise und ja, irgendwas halt. Und das ist jetzt Gott sei Dank hoffentlich halt. Ich klopfe mal auf Holz, dass das da klappt oder so. Weil das kostet einfach ur viel Nerv und ur viel Zeit dann auch. Ja, auf jeden Fall. Das sind eigentlich. Ich hatte so, weißt du, so Situationen, wo du einfach denkst, jetzt muss es laufen, jetzt ist vielleicht irgendwie knapp, du möchtest morgen das nächste Video hochladen und hast ein Problem gehabt. Und das Schlimmste ist, wenn du dann merkst, das Problem ist gar nicht behoben und das, weißt du, dann hast du nochmal umsonst aufgenommen, weil du dann nochmal aufnehmen kannst, dann eventuell, je nachdem, wenn du halt ein Backup hast, dann nochmal genau dasselbe machst und das ist echt, dann denkst du dir auch. Ja, es war urschlimm halt für mich schon alleine, wenn ich da jetzt rechne, dass ich dann das nachverdrohen haben müssen. Jetzt 3 Parts oder sowas habe ich nachverdrohen müssen bei dem Farm Champion Simulator. Ja. Ist nicht so schlimm, aber es waren doch wieder eine Dreiviertelstunde oder mehr als eine Dreiviertelstunde, was ich Zeit investieren habe müssen. Und das summiert sich mit der Zeit halt. Das ist und nicht insgesamt so, ist Let's Playen auch einfach sau zeitfressend, oder? Hast du wahrscheinlich auch schon die Erfahrung gemacht. Ich habe weniger Zeit jetzt am Abend. Halt, früher habe ich halt irgendwas gezockt und jetzt muss ich halt neben dem Zocken noch was anderes machen auch noch. Im Prinzip muss man ja keine Videos machen, aber man möchte halt irgendwie diese regelmäßigen Sachen haben und deshalb fällt bei mir privates Zocken auch eigentlich zu 95% aus. Das Problem ist, wenn du keine Videos machst, du musst jeden Tag halt, wenn du einmal angefangen hast und eine Community hast und du willst vielleicht auch, ich sag das jetzt hier offen und ehrlich, du willst vielleicht auch mit deinen Videos ein bisschen was dein Taschengeld aufbessern oder sonst was, dann musst du einfach Content liefern und du bist dann im Endeffekt ein Dienstleister. Und nicht mehr, und da gehört halt einmal was dazu, dass du sozusagen Arbeit leistest und ja. Ja klar, man sieht sich dann auch immer so selbst in der Pflicht, ein Video zu machen. Genau, weil du hast deine Fans und auch wenn es dir jetzt nicht, wenn es dir jetzt sozusagen aus Spaß geht, weil deine Fans dir treu sind und die Kommentare dir gefallen und das Ganze, aber trotzdem, du hast halt was zu tun jeden Tag und es geht nicht, dass du sagst, nein, heute mache ich mal keine Videos, weil dann kommen schon die Nachrichten, ja, wo bleiben die Videos? Ja. Okay, das kann man eine Zeit lang machen, oder gerade wenn man kleiner ist, kann man es noch eher machen. Aber ich glaube, wenn du mal eine gewisse Größe erreicht hast, musst du dann schon wieder ein Infobart raushauen. Ja, ich habe da keine Zeit gehabt und deswegen, oder ich habe mir da die Parts geschossen und deswegen kommen keine Videos heute. Ja. Das ist halt was nachher auch, wo ich mir denke, ja, das ist anstrengend und mühsam, aber man macht es dann auch wieder gerne, glaube ich. Ja, man macht es gerne. Ich glaube, sonst würde man sich die ganze Arbeit einfach auch gar nicht machen. Weil, ich sag mal so, selbst wenn man damit Geld verdienen möchte, also in 90% der Fälle, die mit YouTube Geld verdienen, die würden für denselben Zeiteinsatz ein Vierfaches mit, was weiß ich, anderen Nebenjobs verdienen. Aber ja, es ist dann halt was, Fall. Was Spaß macht. Ja, man macht halt sein Hobby zum Beruf, im Endeffekt. Ich sag oder mal so, wenn man jetzt Möbel packt oder so als Nebenjob, dann macht man das ja, sag ich mal, höchstwahrscheinlich nicht freizeitmäßig als Hobby gerne, sondern einfach nur, wenn man dafür ja bezahlt wird. Genau. Und bei YouTube ist es halt vielmehr so, dass man es macht, weil es Spaß macht und dann kommt halt in dem Fall, dass man halt einen erfolgreichen Kanal hat, mehr oder weniger, da ist ein bisschen Taschengeld noch oben drauf. Ja, und man hat ja doch die ganze Zeit Ausgaben auch, das darf man auch nicht zu vernachlässigen. Du hast jedes Monat, keine Ahnung, 1-2 Spiele, was du dir kaufst ungefähr. Oder sagen wir so ein Spiel zumindest. Ja.
weil du ja immer, du kannst ja nicht immer, halt gerade bei Projekten so, wenn du aktuelle Titel hast, dann hast du irgendwann ein Ende. Dann hast du die Kampagne durchgespielt, dann hast du das durchgespielt oder sonst was. Bei LS ist es halt so, dass du lange Zeit was machen kannst, auch wenn du, da kannst du viel Zeug überlegen, wie du was machen willst. Aber bei einem normalen Spiel mit Kampagne oder einer Story, da ist es dann aus. Ja, noch einen Monat oder zwei oder drei bei einem Spiel. Ja, oder drei vielleicht. Oder wenn ich jetzt sage, GTA, das ist nach einer Zeit auch abgedroschen, glaube ich. Okay, du kannst nachher noch mit den Leuten die ganzen Zusatzmissionen fahren und bla bla bla. Aber ich glaube, das nachher nicht mehr so. Ja. Hast du Zeit, mich abzutanken? Kann ich machen, ich bleib gestehen. Wie wohl bist du schon? 80 gleich. Okay, und beim Hängen oder weit weg? An der Pappelallee da. Auf der Länge und dann beim Hochfahren Richtung Biogas. Wir wollten vorher reden noch wegen Giants Forum, Lohnunternehmen und... Ja, was macht mehr Spaß? Große Maschinen, kleine Maschinen? Genau. Beim Zusehen? Weil das ist irgendwie sowas, was ich häufiger beobachte. Ich glaube, das frage ich mich in letzter Zeit eigentlich immer häufiger. Was will der Zuschauer eigentlich beim Landwirtschaftssimulator sehen? Sind es da eher die Gespräche, die wichtig sind, oder halt einfach das Arbeiten mit großen Maschinen und ist demnach dann direkt Arbeit mit kleinen Maschinen langweilig? Das ist dann. Dass das solche und solche Leute gibt, dass manche Leute wirklich sich die Videos ansehen, weil es ihnen sozusagen das Spiel gefällt und weil sie einfach sehen wollen, wie man da arbeitet und so weiter. Und da manchen jetzt sicher egal sein, ob da große Maschinen oder kleine Maschinen sind, aber man sieht es zum Beispiel bei deinem Tutorial Let's Play Together. Ja. Dass der Drescher extrem hoch von der Community gefeiert wurde, weil das sozusagen ein großes Gerät einmal ist. Ja. Und man sieht halt bei den großen Geräten schneller mal was weiterkommen und ja, und ich glaube, dass man da ein bisschen mehr die Leute anspricht damit, zumindest die jungen Leute. Was mich auch gerade so da interessiert, findet ihr das eigentlich gut, also jetzt mal so eine direkte Frage an die Zuschauer, so wie wir oder auch hier im Megaprojekt oder auf Tour, was das halt handhaben, dass wir uns alles ersparen, oder findet ihr das auch genauso gut, wenn man sagt, okay, wir starten jetzt mit 5 Dreschern, 2 Vollerntern und genug Schlepper für alles und Geräte, sodass man einfach nur noch arbeitet, um das Arbeiten an sich zu zeigen. Das würde mich mal echt interessieren. Ja, weil halt so machen es viele Lohnunternehmen, halt was so Lohnunternehmen, ein Lohnunternehmen ist ja im Endeffekt ja was Echtes. Da muss man ein virtuelles Lohnunternehmen, was sich so im Giants Forum zusammenschließt, mit, die haben eigene Webseiten teilweise und Foren und alles. Habe ich auch schon mal gesehen, so richtig krasse Geschichten. Und die haben aber dann oft auch, entweder sie spielen schon seit 2011 zusammen, haben nachher die Maschinen sozusagen, was sie in 2011 gehabt haben, mitgenommen. Ja. Dann verstehe ich es. Und dann gibt es aber welche, die einfach sagen, ja, wir fangen jetzt mit, keine Ahnung, mit den und den Maschinen an. Das ist nachher, keine Ahnung, mit 3 Dreschern und 2 Vollerntern von dem und 2 Vollerntern von dem und bla bla. Und denen geht es eigentlich nicht ums Geld, denen geht es nachher sozusagen um den Spaß beim Spielen. Ja, genau. Und das würde mich nämlich auch mal bei den Zuschauern interessieren. Findet ihr das, weil mir persönlich macht das Spaß, irgendwo drauf hinzufiebern, so eine Konda oder so, sich überlegen, wie man die jetzt am schnellsten zusammenspart. Oder sagt jetzt ihr als Zuschauer, Hauptsache eine große Maschine, und ob man die sich jetzt über, weiß ich nicht, 10 Parts mühsam zusammenspart oder sich eben mal so kaufen kann, weil man sich ein bisschen Geld gescheatet hat oder sonst irgendwie. Ja. Das würde mich echt mal interessieren, wie das der Zuschauer so sieht. Und was für Arbeitsabläufe interessant sind. Ich weiß nicht, ist nur das Sehen interessant oder ist jetzt das Dreschen mehr interessant, sowas? Oder macht man dann vielleicht bessere Arbeitsabläufe, wenn man die noch kleiner aufteilt? Sozusagen, es gibt einige Mods, wo du sozusagen die Sämaschinen manuell befüllen musst und Gülle mit den Überladedingsbums und alles, was Mist-Mod es gibt. Mistmod auch, allein schon optisch, genau. Finde ich den ganz ob's cool. Ob das den Leuten Spaß macht, wenn man sozusagen mehr Arbeitsabläufe zeigt, halt verschiedene oder einfach immer nur die gleichen, oder ist das komplett egal oder keine Ahnung? Ja, das ist echt so eine Frage. Was ist jetzt interessant? Einfach ein Feld zu grubbern oder vielleicht flügen? Ich glaube, das machen nicht so, machen die meisten kaum im Spiel. Ist ja auch in echt stimmt. Nicht mehr ganz so aktuell. Aber das würde mich echt mal interessieren, ob man dann sich Flügen eher angucken würde als grubbern. Also das würde mich echt mal, was wollen die Zuschauer eigentlich mal wieder sehen? Da kann man, glaube ich, mal gut so eine kleine Umfrage machen. Also schreibt's in die Kommentare. Genau.
Was ich jetzt noch sagen will, das ist so, ich habe das geplant, das habe ich dir mal vor, weiß nicht, 2 Monaten oder sowas gesagt, das mit dem, so eine Art Lohnunternehmen, halt, dass die Zus halt, ich habe das jetzt ein bisschen aufgebaut, ich weiß nicht, du hast meine Farm Champion Simulator sicher nicht geschaut, weil du hast keine Zeit dafür, das weiß ich eh. Ich habe Und den ersten Part habe ich gesehen. halt, da habe ich jetzt die Idee gefasst, dass ich sozusagen ein LS-Projekt aufziehe und mir sozusagen ein kleines Startequipment zusammenstelle, was ich halt so haben will. Und dann sollen die Zuseher oder andere Leute, wie andere Let's Player oder sowas, mir einfach sozusagen Aufträge geben auf ihren Karten und auf ihren Speicherständen und ich führe die aus. Das finde ich auch eine ziemlich gute Idee, ehrlich Nur das gesagt. Problem ist halt nachher, man muss halt dann ein bisschen ein Aber halt, man kann dann nachher nicht jedem sagen, okay, wenn mir einer nur das Save Game schickt, sage ich so, nein, kann ich nicht machen. Ich brauche nicht die ganzen Mods, weil die interessieren mich eh nicht, was der für Maschinen hat. Weil ich füge mir ja dann sowieso nur meine, die ich genau brauche, was ich sozusagen auf meinem Hof stehen habe. Füge ich mir dann an dem Speicherstand an und den nehme ich dann wieder weg am Schluss und ziehe nachher dem sozusagen dem Klienten das Geld ab, was ich sozusagen für die Arbeit verlange. Und mit diesem Geld kaufe ich mir nachher neue Maschinen. Das wäre auch wirklich, also ich finde das Konzept echt gut. Es ist halt, man Sehr viel braucht halt ein. Abwechslung Das ist gegebenenfalls. genial, du hast auf jedem. Das Einzige, was die User zur Verfügung stellen müssen, einfach auf Dropbox oder irgendwo die Map hochladen. Das ist wichtig, weil sonst kannst du es einfach nicht runterladen als normaler. Weil ich kann nicht immer, also ich kann nicht 50.000 Maps downloaden und speichern und irgendwie. Und das Wichtigste ist halt, dass du als laufend welche hast, dass du einige User hast, die dir eh regelmäßig so Aufträge geben und nicht immer die gleichen Ja. Aufträge. Und vor allen Dingen, dass du auch direkt, also ich weiß nicht, du brauchst dann ja auch als Lohnunternehmen Startequipment, dass du das ein Genau. bisschen abwägst, dass du viele verschiedene Sachen in Auftrag geben, also Aufträge erledigen kannst Ja, von den Maschinen du her. müsstest im Endeffekt ein Startequipment haben, das mit dem du alles erledigen kannst. Ja. Oder einfach nachher Aufträge auch ablehnen. Ja. Und das, was ich halt sozusagen gerne machen würde, wenn es funktioniert irgendwie, dass man dann nachher eine Karte Ich hat, wo müsste mal sein. abgetankt werden. Ja, ich bin schon unterwegs. Ich bin nur gerade falsch gefahren. Ich bin aus. Dass man sozusagen eine Karte hat, wo man sein Lohnunternehmen drauf hat. Da braucht man ja eigentlich nur den Hof haben. Oder Ja. den sozusagen den Hof. Und dort hat man die Maschinen und dort kauft man nachher auch die neuen Maschinen, was man sich leisten kann durch die Kohle von den anderen Leuten. Das finde ich echt eine coole Idee. Es ist sicher nicht halt so einfach, dass man das. Ja, die Umsetzung ist schon kompliziert, aber ich glaube, es kann beim Zusehen einfach Spaß machen, weil man immer was anderes sieht, auf unterschiedlichen Maps mit unterschiedlichen Ja, und du hast ja Feldern. nachher nicht nur ein Part meistens bei dem nachher, sondern du hast wahrscheinlich eh, wenn du so ein, wenn der sagt, ja, bitte drisch mal, weiß nicht, 10 Hektar Land dann und fahr mal das Korn ab und bla bla bla. Ja. Dann hast du sicher mal, weiß nicht, 4, 5 Parts schon von dem alleine. Dann der andere sagt, ja, ich will gegrubbert haben, das und das. Dann hast du da auch wieder einige Parts auf der Map. Ja. Aber nur brauchst du halt sozusagen Aufträge. Und ich habe jetzt einmal gesagt, wer halt, wer sich sozusagen, wer so Aufträge hergeben will bei dem, halt beim Farm Champion habe ich das jetzt einmal gesagt, weil das sozusagen meine Infos-Videos gerade sind einfach, da in dem Let's Play. Sollte sich einmal melden und derweil hat sich jetzt einmal einer gemeldet heute. Und den habe ich jetzt gesagt, ja, ich werde mal schauen, wie ich es mache und dann werde ich so eine Art Infovideo machen, dass sie mir das sozusagen irgendwie simpel zur Verfügung stellen. Entweder ich mache da eine kleine Website, wo ich nachher das mit so einem Portal, wo sie es einreichen können oder sonst irgendwie, das weiß ich noch nicht ganz genau. Finde ich richtig cool, die Idee. Ich würde das auf jeden Fall weiter denken, weitermachen. An deiner Ja, es Stelle. ist halt. Und das Blöde ist nur, wenn du keine Aufträge bekommst, ist es halt ein bisschen mühsam. Und darum will ich am Anfang nicht gleich sagen, ja, ich fange gleich beim ersten an, der schreit, ja, ich gebe da Ja, Aufträge. dass man mal so 5 in Reserve hat oder Dass man so. einfach 5 Leute hat und dann. Und es muss ja dann nicht jeden Tag so ein Part kommen. Ja. Es kann ja dann jeden zweiten, jeden dritten Tag auch ein Part kommen. Weil wenn, oder man haut die 5 Aufträge halt sozusagen, wenn man, weiß nicht, einen Auftrag hat, der 4 Parts dauert, dann haut man die 4 Parts raus in einer Woche und dann kann es einmal sein, dass 14 Tage nichts ist, weil ich keine Aufträge habe. Ja, das ist auf jeden Fall cool. Und selbst aber gar keinen Grundbesitz hat. Hätte ich vorgehabt sozusagen. Genau. Das ist echt Ja. interessant.
wem finde das ich. Projekt auch gefällt, der soll sich bei mir melden. Genau. Und wem überhaupt, das ist sozusagen das allgemeine Thema mal gefällt, kommentiert ein bisschen mit, wir wollen ein bisschen was von euch erfahren, liked die Videos und ja, ich sage mal ciao wieder, Ach, ist weil schon. der Bart ist schon wieder zu Ende. Mann, 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 wir sind schon wieder am Ende. Naja, auf jeden Fall von mir auch. Schreibt's bitte in die Kommentare, wie es bei euch da so mit eurer Meinung aussieht. Und natürlich sollte er den Markus mal eure Speicherstellen zur Verfügung stellen, um dieses tolle Projekt zu Mit verwirklichen. Aufträgen, aber wenn dann nur. Jo. Weil ich will dann so richtige Aufträge haben, nicht nur so einen Speicherstand, was das bringt. Jo. Aber das sehen wir noch und da wird sicher auch ein kleines Infovideo irgendwann geben dazu, falls es einmal mehrere sich gemeldet haben. Und Jo. ich würde sagen, ja, das war's für dieses Mal und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Tschüss. Ciao.